Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Zerlegepartie von 7 Days to Die. Wir werden heute noch ein paar Autoschens hier auseinandernehmen. Hier ist ja einiges zu holen. Und hoffen mal, dass wir da ganz, ganz viel Brass finden werden. Das kann zerlegt werden, das nehmen wir mit. Weil wir einfach Brass brauchen. Um Munition herstellen zu können, brauchen wir Brass. Und dafür möchte ich gerne... wie heißt es hier? Die Kühlkörper. Hier, solche Dinger. Da, Autokühler aus Messing. Das hätte ich gerne. Und auch Batteriengute hätte ich gerne. Von daher sind wir jetzt hier munter, flockig am Suchen und Looten und Zerlegen und was auch immer alles. Hinten steht kein Auto mehr. Ja, ja. Nee, das lasse ich da jetzt drin. Das zerlege ich. Das andere Ding nehme ich mit, weil ist ja Messing. Da drin ist jetzt irgendjemand wach geworden, aber soll er doch? Oder soll sie doch? Je nachdem. Oh. Wer rechnet denn schon damit, dass hier Gunpowder... Alter, Müllhaufen und Messing, ne? Läuft. Ist schon doof, dass ich den Schuss dafür in die Motorrad gepackt habe. Mein Gott. Lass das. Ah, du bist ja auch noch hier. Guten Tag. Hier hinten hat sie irgendwas zerschlagen, die Olle. Ich weiß gar nicht, kriegt man so mehr Messing raus? Oder kriegt man so überhaupt Messing raus? Oder kriegt man nur so Messing raus? So kriegt man 11 Messing raus. Gibt es hier noch mehr Messinglampen vielleicht in diesem? Ja, da hinten. Zack, 12 Messing. Nein, ich hätte gerne hier eine Axt, bitte. Wie? Hacken einmal rum und das war's dann. Sorry. Irgendwie, weiß nicht, habe ich heute einen sehr trockenen Hals-Mund-Rachen-Raum. Achso, ich habe die Munition ja immer noch im Minibike. Das bringt mir immer noch nichts. Irgendwo soll jetzt hier... Ach, da hinten schläft noch einer. Na gut, nehmen wir das mal eben mit. Messing! Ja, mach du mal. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Die kriege ich jetzt gleich sowieso. Das bringt mir 500. Hm.
Zur Not müssen wir uns wieder eine Kiste machen und irgendwas hier nochmal da lassen. Jetzt habe ich das an den Füßen. Ist auch nicht schön. Na toll, einen Scheißmotor haben wir rausgekriegt. Wenigstens stacken die Breath-Radiatoren. Aber was ist jetzt hier? Benzinkanister, Benzinkanister, Benzinkanister. Rezepte, Benzinfass. Geht das Spielchen schon wieder los? Hier dürfte jetzt nichts Spektakuläres mehr bei rauskommen. Ne, sehr gut. Dann. Haben wir ja schon irgendwo eine Kiste? Haben wir nicht. Ich will das wenigstens gescheit machen, ne? Hier, sichere Aufbewahrungstante. Die haben mein Flehen nach Messing gehört. Faszinierend. Nee, die 6 hätte ich gerne. Was ist hier schon wieder? Benzinkanister, Benzinkanister. Das heißt, wir können hier auch nochmal ein neues fertigen. Um den restlichen Kram aufzunehmen. Jetzt muss ich aber erstmal wieder kurz mich entleeren. Oh, nicht da rein. Wo ist denn das Minibike? Vielleicht, dann komme ich ja hier vielleicht noch zu irgendwas Gescheitem. So, die Tokens kommen erstmal darüber. Dann habe ich da schon mal wieder Platz. Das ist schon mal gut. Ja, ansonsten Blei. Brauche ich Blei? Ich weiß es nicht. Ich brauche jetzt wieder so lange, bis das Fass fertig ist. Ach komm. Manchmal bist du auch ein bisschen doof, ne? Aber gut. Fahren kurz hier vorne hin. Und dann kommt hier nochmal Kiste, Kiste. So, da hätte ich jetzt gerne so einen Krams rein. Ich weiß zwar, dass ich den auch wieder kriege. Aber das Messing bleibt, das bleibt. Und dann sehen wir einfach mal weiter, was da so bei rauskommt. Von daher. Wieso steht denn jetzt kalt? Es ist heller lichter Tag. Und bevor es dunkel wird, möchte ich eigentlich auch wieder zurück die Solarzelle aufstellen, ne? Immer dieses Gelaufe hier. Gibt natürlich dann kein... Ne, hier wollte ich eigentlich reingucken. Ne, sind nur 2. Gibt natürlich auch dann kein Loot mehr, wenn wir die abbauen, aber... müssen wir mit leben. Immer noch kein Breath-Radiator. Machen wir es mal ein bisschen leiser, dann geht uns das nicht auf den Nerven. So ein 5er-Stack Radiatoren wäre schon toll irgendwie, aber ich glaube, das ist sehr astrologisch. Aber 3 haben wir halt schon. Daraus könnten wir nochmal wieder 2 Benzinfass machen.
Und wie wir sehen, überall ist ein bisschen Messing versteckt. Das trifft sich sehr, sehr gut. Ja, aber jetzt irgendwie durch die Gegend zu gehen und zu gucken, wo sind vielleicht noch Messing-Wasserhähne, wo sind Messing-Lampen und sowas, das ist mir eigentlich echt ein bisschen zu... Also da ist das hier schon die tatsächlich, würde ich mal fast behaupten, effektivere Variante. Immerhin noch einen coolen Motor gekriegt. Na, eine beschissene Batterie, aber gut. Besser als gar keine. Ist das hier noch die bessere Variante? Wenn man denn trifft. Sowas zum Beispiel wieder, ne? Oh, oder gleich in verarbeiteter Form, Patronenhülsen, auch immer gut. Na, dann kriegt er den in den Autoreifen raus. Nee, sollst du es bitte zerlegen, nicht drauf einschlagen. Dahinter, weiß ich, schläft noch ein Zombie rum. Ich hoffe, der geht mir jetzt nicht auf die Nerven hier. Vier. Läuft tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Die essen wir doch gleich mal. Und, na, wer hat's erahnt? Kann man hier nirgendwo vernünftig mal durchgucken? Dann wohl nicht. Dann lassen wir den komischen Leuchtezombie mal komischer Leuchtezombie sein. Yay, noch mehr Sprit. Ach, zerlegen kann ich das nicht mehr. Dann wird doch hier einfach mal... Kleiner Motor. Dann sammle ich doch lieber den kleinen Motor auf. 900er. Naja. Besser als nix. Was war das jetzt hier? Achso, das komische Ding. Brauche ich auch nicht. Benzinkanister, Benzin, Benzin. Ja, ich muss mich eben schnell entleeren gehen. Auch wenn das sehr schwierig klingt, diese Aussage, aber... Erstmal wieder weghauen, was geht, und dann schnell einsammeln, was geht. In der Hoffnung, dass der Sprit da noch liegt, weil das wäre echt schade drum. Jetzt habe ich die komische Dose auch wieder mit aufgesammelt, ne? Na gut, dann ist das so. Jetzt haben wir ja wieder Platz. Ach, jetzt sitzt er draußen. Weil ich mich nicht um ihn gekümmert habe, sitzt er jetzt hier draußen rum, oder was? Na los! Dankeschön. So, wenn ich jetzt noch dezent den Müllhaufen hier wegkriege. Hatten wir noch ein nettes Fotoshooting. Ist doch auch ganz nice. So, hier vielleicht noch Messing drin? Nee. Hier? Nee, Stoff. Ja, gut, könnte ich, aber bräunig und... Oh ja, Kettensägen. Wäre jetzt auch die Frage, ob bei einer Solarbank das eigentlich vollkommen wurscht ist, ob ich sie... Und, oh, 5 Stück. Na, sehr schön. 5er Stack. Paar tolle Batterien. Das hat sich doch gelohnt. Also, merket, Messing, Autos. Ist gar nicht mal so schlecht.
Ob das wirklich irgendeinen Unterschied macht, wie rum man die zur Sonne dreht. Aber ich glaube, da ist das Spiel, das wäre zu viel verlangt. Weil man sie ja auch nicht... Ja, man kann sie drehen, aber... Ich weiß nicht, ob man sie wirklich so sinnvoll ausrichten kann. Halte ich für bedenklich. Ist der neu? Ja, nein. Aber hier das Auto. Und das nur von diesem kurzen Stückchen der Stadt, ne? Also es ist jetzt ja noch nicht so, dass wir da großartig reingefahren sind oder so, sondern nur direkt hier vorne, vor der Haustür sozusagen, die ganzen Karren abgebaut und schon haben wir 5-mal Messing-Radiatoren eingesammelt. Es ist jetzt, was kommt denn dabei raus, wenn ich den jetzt zerlegen würde? 75. Und so ein Türgriff. 15. Ist jetzt natürlich die Frage, was kommt raus, wenn wir die... So, wir machen das jetzt so, das Auto hier vorne nehmen wir noch mit und das war's dann. Weil das ist kein... Da kommt nicht so viel, da war ich schon. Krams bei raus, hier liegt noch ein Täschchen. Nix drin. So, das war mir klar, dass da kein Radiator bei rumkommt. Gut, dann fahren wir wieder zurück zur Kiste oder den Kisten, besser gesagt. Und dann machen wir uns wieder geschwind auf dem Weg nach Hause. So. Das lassen wir hier. Die kurzen Eisenrohre, die zerlege ich einfach mal. Die Kettensäge lasse ich hier. Die Dose wird zerlegt. Ach, schon wieder kein Platz mehr, wie immer. Benzin lasse ich mal kurz hier, die schlechten Autoreifen. So, mitnehmen wir hier einen tollen Motor. Das Messing natürlich. Blei haben wir en masse, deswegen werde ich das auch zerlegen. Nee, sorry, aber da warte ich jetzt nicht drauf. Das machen wir gleich anders. So, die Dose wird zerlegt. Das Blei hier wird zerlegt. Das Ding wird zerlegt. Ich weiß, es bringt weniger, als wenn man es so ganz lässt, aber... So, dann möchte ich, glaube ich, den Motor noch mitnehmen und das Schießpulver. Das bringt immerhin 500. Ach so, ich hätte jetzt erst, es ist jetzt alles zerlegt, was zerlegt werden muss. Ach, hier ein Electronic Components. Das kann da bleiben, das brauche ich nicht. Und das brauche ich auch nicht. Also ist jetzt die Zerlegepipeline durch? Nein. Oh, warum dauert das so lange? Mann. Zerlege ich denn da? Achso, die ganzen Metallrohre, ne? Ja gut, dann machen wir das nochmal kurz anders. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks, die ich brauche. 4, 5, 6. Jetzt habe ich sogar einen mehr, glaube ich. Ja, tatsächlich, ist aber nicht schlecht. Nee, ich wollte in die Pipeline-Gedöns rein. Benzinfässer kriege ich 8 Stück hin und dann haben wir noch ein bisschen Dingenssprit, aber den können wir auch theoretisch hier lassen. Also das ist, der macht den Kohl dann nicht fett. So, Metall kommt oben, stackt der da drauf. Weiß gar nicht, wie hoch Eisen stackt. Steckt. Wie hoch sich Eisen stapelt. Irgendwas. Man wird halt nicht jünger, ne? Jetzt mach hin, Junge. Na endlich. So, das heißt, wir haben jetzt hier noch das übrig. Das macht sich ja selbst. Minibike steht hier. Dann können wir da vielleicht nochmal kurz was reintanken von dem bisschen, was wir haben. Na, so viel war das jetzt auch nicht. Nee, ich wollte einfach nur in die Kiste reingucken. Mensch, jetzt geht das. Dann lassen wir den Sprit hier. Nehmen das wieder mit und dieses. Auch das da. Und meinetwegen den Einkleber. So.
Hier nochmal kurz reingucken, habe ich hier noch irgendwas? Ich möchte das, glaube ich, dann umgekehrt machen. Ui. Hallo, Frau Wanderhorde. Zwei auf einen, finde das ist nicht ein bisschen unfair. Ist die hier tot? Ja. Hoodies, eine tolle Wolle. Ja, Timer, du kannst mich jetzt mal. Es ist ein bisschen schlecht jetzt gerade. Ich weiß nicht, wer hier vorne noch alles aufsteht. Nein. Wer weiß, was da noch Tolles drin gewesen wäre. Was ist denn das hier? Spiritus. Oh ja, du hast dich jetzt so abgekämpft. Danke dafür. Noch ein Spiritus. Ja, ich glaube, ne, dann müssten wir sie eigentlich alle mitgekriegt haben hier. Das war jetzt ja auch nochmal. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Sehr schön. Dann verrottet ihr hier mal schön vor euch hin. Ich fahre jetzt nämlich nach Hause. Endlich die Solarbank aufstehen. Das will ich nämlich tatsächlich in dieser Folge noch machen. Das ist, muss einfach sein, Leute. Das geht jetzt nicht anders. Dann wird diese Folge wieder ein bisschen längerer, aber ich glaube, das stört euch nicht so sonderlich. Sonst wird das nie was mit dem Scavenging und wer weiß, vielleicht ist noch ein bisschen Messing drin. Aber ich will jetzt nach Hause, also lassen wir sie links und rechts und überhaupt liegen. Ab hier oben auf die Straße, dann selbiger folgen, damit ich nicht wieder in irgendwelche Löcher oder sowas fahre. Ah, ich habe den Baumstamm gesehen, ich ignoriere ihn. Habt ihr das mitgekriegt, wie ich ihn ignoriere? So. Müll. Wobei die Straße ist jetzt auch nicht so viel besser, ne? Da stand noch ein Autowrack. Hui. Hier liegen keine Zombies rum, die irgendwie spontan aufstehen, wenn ich ums Eck komme. Doch, natürlich. Da ist doch wieder einer. Tag. Gut geschlafen. Ja, noch einer. Man muss es nur erwähnen, ne? Dann scheint das zu funktionieren, wie mit dem Messing. So. Und irgendwo müsste jetzt ja dann bald die Senke kommen, wo wir dann wieder runter können, müssen, dürfen. Noch ein Auto, was ich zerlegen kann. Hm. Überall potenzielles Messing drin. Auch da vorne wieder nicht gar nicht so weit fahren brauchen, aber es ist natürlich, die Ansammlung in der Stadt ist wesentlich gehäufter als jetzt hier diese drei Autos und die zwei da hinten und so. So, hier ist, glaube ich, unsere Senke, wo wir dann jetzt links abbiegen müssen. Ja, das sieht gut aus. Ach, Bäumchen, echt mal, wechsel dich. Huch. Und da sieht man wieder unsere schönen weißen Tannen. Weil hier drüben sind so viele und da sind irgendwie so keine. Alpha 17, da wird das besser. Mit den weißen Tannen. So. Ich nehme jetzt sofort das mit und auch jenes hier. Der Rest bleibt da drin. Der kann mich mal. Ab aufs Dach. Direkte Mengen quasi.
So, wo ist denn jetzt hier Sonne eigentlich? Direkt über uns. Das um 16 Uhr, okay. Normalerweise heißt es ja, im Osten geht die Sonne auf. Da nimmt sie dann ihren Lauf und da wird sie untergehen und da sind die zu sehen oder irgendwie sowas. Das heißt, ich möchte die jetzt gerne, man kommt hier hoch, dann stelle ich die doch einfach mal plump hier vorne vor. Einfach hier so papf. Interact mit der Solarbank. So, ganze phänomenale 19 Watt kriegen wir da jetzt raus. Das ist nichts. Um nicht zu sagen, quasi gar nichts. Aber wir haben hier noch ein Modulchen. Wenn ich schon mal hier drin bin, kann ich auch gleich ein bisschen was loswerden. So, die Batterien behalte ich nochmal am Mann. Die sind ja gar nicht mal so schlecht. Die Parts können noch weg. Wobei, was tue ich denn hier überhaupt die Autoreifen rein? Die können ja auch gleich wieder zum Händler hin. Ja, das war mal schön dran vorbeigehüpft, ne? So. Interact. Diese Solarzelle rein. Dann haben wir 46 Watt Output. Das ist nicht wirklich viel. Battery Bank ausschalten. So, da kommt nämlich jetzt die hier noch mit rein, die hier noch mit rein. So, jetzt haben wir einen maximalen Output von 5 Watt. Da könnte die das tatsächlich den Tag über laden. Aber nicht mit den paar Slots eigentlich. Könnte man jetzt höchstens sagen, okay, wir machen noch eine weitere Batteriebank, die wir rein benutzen für die Stromverteilung im Haus. Also für das Licht hier drin. Und die dann über die Solardingens geladen wird, weil die ja ständig an- und ausgeht. Und das hier draußen, naja doch, ist auch jeden Abend an, ne? Es ist irgendwie... Nun gut, wir haben jetzt eine Solarbank. Das ist ja schon mal das... Erste und der Rest, da kümmern wir uns dann später drum. Dafür gibt es nochmal ein Fötelchen. Ja, natürlich. Endlich steht sie dort. Und ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.